Hallo Leute, heute kein Peaches Ding. Tut mir leid, denn wir machen heute was mit Nagellack. Magst du Nagellack? Pfui. Nee. Denn heute dachte ich, machen wir was Neues. Ich zeige euch also das Sun DIY. Jeden Sonntag ein neues DIY. Ein sehr schnelles. Ich will immer alles günstig und alles möglichst von zu Hause aus, nichts Neues kaufen. Ich zeige euch also heute in der ersten Episode ein super schnelles DIY für Nagellackentferner. Vor allem geht es auch sehr schnell zum Nagellackentfernen. Also bleibt dran. So viele Wattepads schon verbraucht. Wow. Ihr benötigt Geschirrreiniger, ein Glas mit Schraubdeckel und Nagellackentferner. Let's go! So, das leere und gesäuberte Glas brauchen wir jetzt. Da kommen jetzt einfach die Schwämme rein. Ich nehme zwei solche Geschirrreiniger. Und zwar so hintereinander, damit ich in der Mitte ein Loch habe von der rauen Seite und von der glatten Seite. Wenn es euer Glas erlaubt, dann sogar auch drei Schwämme, je nachdem. Einfach stopfen. Jetzt mit Nagellackentferner aufgießen. Schön trinken. Und jetzt nur noch dip it. Dip it good. Normaler Nagellack. Glitzernagellack. Alufolie für Glitzerlack brauche ich nicht mehr. Dip it. Dip it good. Erstmal ins Raue. Dann ins Weiche zum Säubern. Fertig. Ich hoffe, euch hat die erste Episode des Sun DIY gefallen mit dem kleinen Tipp zum Nagellackentferner. Ganz schnell gemacht, kostet nur ein paar Cent, also wahrscheinlich habt ihr die Sachen auch zu Hause und könnt es direkt starten. Dann macht das mal nach. Peaches hat erstmal eine kleine Denkpause, aber kommt sicherlich bald wieder. Ich hoffe, ihr schaltet nächsten Sonntag wieder ein zu einem neuen Sun DIY. Und folgt mir auf Twitter, Instagram, Facebook. Alles findet ihr in der Infobox. Und bis dann. Tschüss.